Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Hardy. Was gibt es heute? Ich mache Ketchup Manis, eine indonesische süße Soße, das ist die Übersetzung. Das Ur-Ketchup schlechthin, super lecker für alle möglichen asiatischen Speisen, aber auch um Fleisch einzulegen oder ein paar Tropfen über ein Spiegelei. Wirklich, wirklich sehr, sehr fein und ganz einfach herzustellen. Ich mache eine süße Soße, Ketchup Manis. Das ist die indonesische Würzsoße schlechthin. Dafür habe ich 250 Gramm braunen Zucker, 250 Milliliter Sojasauce, 125 Milliliter Leitungswasser, Korianderkörner, Pfefferkörner. Das sind Curryblätter, ein Sternanis und Gewürznelken. Das ist mein Rezept. Wer keine Curryblätter hat, die müssen nicht rein. Sternanis ist ein Vorteil, die Gewürznelken auch. Koriander und Pfeffer ist meine Variante. Weiter habe ich Knoblauchzehen und ein Stück Ingwer. Das bereite ich jetzt vor. Der wird geschält. Den Knoblauch schäle ich ebenfalls. Ich mache das mit meiner Handreibetechnik. Da ist die Schale runter. Den Knoblauch schneide ich relativ fein, damit er einfach viel Geschmack abgeben kann. Dasselbe mache ich mit dem Ingwer. Und das ist auch schon eigentlich die ganze Vorbereitung. Das ist das, was übrig bleibt. Kommt auf meinen Kompost. Ketchup Manis ist das Ur-Ketchup. Erfunden in Indonesien, dort die Standardsoße schlechthin. Besteht aus wenigen Zutaten und kommt bei mir an alle möglichen asiatischen Gerichte dran, aber auch um Marinaden für Fleisch herzustellen. Ein paar Tropfen auf ein Spiegelei sind super lecker. Einfach ein bisschen ausprobieren mit dieser Soße. Ich kann sagen, sie ist ein Gedicht. Man kann sie relativ leicht herstellen. Damit ist sie auch sehr preisgünstig. Man muss nicht die teuren Produkte im Supermarkt kaufen. Was ich in großer Menge kaufe, ist Sojasauce in guter Qualität. Kein Bio. Das ist mir dann bei der Menge, die ich verbrauche, zu teuer. Aber ich achte schon drauf, dass es wirklich gute Produkte sind. Knoblauch und Ingwer, auch Bio-Ingwer, ist jetzt auch nicht die Welt. Bei den Gewürzen kann ich nur den Tipp geben, hier auch gute Qualität zu verwenden. Und ich mache das so, weil ich eben so viel koche, kaufe ich meistens große Mengen. Zum Beispiel Pfeffer kaufe ich kiloweise. Kostet dann, je nachdem, was es für ein Produkt ist, zwischen 10 und 20 Euro das Kilo. Wenn man das umrechnet auf die kleinen Dosen, die man so im Supermarktregal bekommt, zahlt man da weit über 100 Euro. Wer nicht so viel verbraucht, aber jemanden kennt, der zum Beispiel Zugang zu einem Großmarkt hat, kann sich ja mit anderen verabreden und sagen, hey, kauf mir doch ein Kilo schwarzen Pfeffer oder Koriander oder irgendwas anderes. Und das wird dann einfach unter mehreren Haushalten aufgeteilt. Das ist ein echter Preistipp, um Geld zu sparen und gleichzeitig gute Qualität zu haben. So, was mache ich jetzt? Ich fange an mit den Gewürzen. Ich gebe den Pfeffer, den Koriander und die Gewürznelken in einen Topf, stelle das auf mittlere Hitze. Und jetzt heißt es ein bisschen warten, bis die Gewürze anfangen zu reagieren. Warum mache ich das? Ich hole einfach aus den Gewürzen mehr Aroma raus, indem ich sie erstmal anröste. Jetzt ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht?
Dafür braucht man einfach nur die eigene Nase. Wenn die Gewürze anfangen, Geruch zu entwickeln, was jetzt der Fall ist, fängt der Röstprozess an. Ein bisschen in Bewegung halten, denn sie sollen rösten und nicht verbrennen. Einfache Methode, die Hitze zu prüfen, ist die Handauflegmethode. Ja, da ist schon ordentlich Hitze drauf. Nicht den Fehler machen und hier voll Powerhitze drauf geben und dann denkt, es geht schneller. Nein, ein bisschen Geduld haben und dann hat man das besser unter Kontrolle. Vor allem die Nelken sind jetzt sehr intensiv. Okay. Weil der Zucker jetzt dazu kommt, röste ich nicht komplett durch. Ich mache jetzt eine Methode der Karamellisierung, dass ich den Zucker trocken reingebe. Wem das zu tricky ist, kann auch gleich das Wasser drauf geben. Jetzt gehe ich mit der Hitze ein bisschen runter. Auf 4 oder 3 und warte, was passiert. Den Zucker sollte man nicht unbeaufsichtigt lassen. Das ist wirklich eine Geduldsfrage. Je nach Qualität entwickelt er sich unterschiedlich. Auch nicht zu viel bewegen. Ich mache es jetzt mal, um zu kontrollieren, was passiert. Er fängt an zu schmelzen. Also genau das, was wir erreichen wollen. So, da steigen die ersten kleinen Rauchwolken auf. Das heißt, die Hitze kommt im Zucker an. Ich habe ihn mal bewegt, weil ich möchte nicht, dass er anbrennt. So schaut es aus. Jetzt hat gerade mein Ofen gepiepst, da hatte ich per Timer 20 Minuten 120 Grad eingestellt, weil ich da zwei Flaschen sterilisiere. Das muss man genau beobachten. Es bilden sich kleine Vulkane, die dampfen. Nochmal bewegen, weil er soll mir auf keinen Fall anbrennen. Aber er soll auch Zeit haben, sich zu entwickeln. Er fängt an, sich zu verflüssigen. So, das wird jetzt langsam intensiver. Hier sieht man, wie die Masse schon fast flüssig ist. Jetzt gebe ich das Wasser hinzu und das ist ein Moment, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Jetzt heißt es rühren, rühren, rühren. Aufpassen mit möglichen Spritzern. Das ist eine heiße Masse. Das kann wehtun auf der Haut. Ich habe mir jetzt einen Schneebesen genommen, um das nochmal feiner zu rühren. Entwickelt sich gut. Das lasse ich jetzt so 3, 4, 5 Minuten köcheln. Ich bin mit der Hitze etwas runtergegangen. Das ist übrigens die Basis für alle karamellisierten Soßen oder auch für Karamelle, sprich Bonbons. So, an dieser Stelle mache ich den Herd aus und habe hier eine Schüssel mit Eiswasser vorbereitet. Da gebe ich den Topf jetzt rein. Warum? Weil ich möchte erreichen, dass die Hitze möglichst schnell herausgeht. Und einfach nur die Hitze abzustellen, würde nicht den Effekt bringen, weil der Topf ja noch Hitze selber hält. Hierbei darauf achten, dass kein Wasser zusätzlich hier hineinkommt. Da reichen ungefähr 30 Sekunden, dann ist es in Ordnung. Ich nehme den Topf raus, mache das Wasser unten weg, stelle wieder den Herd an. Jetzt kommt die Sojasauce rein und der ganze Rest, Knoblauch und Ingwer.
die Curryblätter, die zerdrücke ich. Sternanis, den breche ich. Und das heißt wieder rühren, rühren, rühren. Die Mischung lasse ich jetzt 10 Minuten leicht simmernd vor sich hin köcheln. Man hätte jetzt auch, die Variante gibt es auch, habe ich auch schon gemacht, zum Beispiel noch zusätzlich Zimtrinde reinmachen können oder rote Chili. Ich mache es nicht, weil ich möchte das als Basissoße, wenn ich die zimtiger haben will, gebe ich beim Gericht Zimt dazu. Will ich sie schärfer haben, gebe ich Chili dazu. Das soll hier einfach nur mein Basis-Ketchup sein. Hält sich, da gehen die Geister auseinander, mindestens 2 Wochen im Kühlschrank. Ganz ehrlich, bei dem, was ich produziere, habe ich es meistens 4 oder sogar 8 Wochen, bis ich es verbraucht habe und hatte noch nie irgendein Problem damit. Der Zucker konserviert, die Soße ist gekocht. Dadurch, dass ich jetzt nachher noch die Inhaltsstoffe wie den Knoblauch und die Gewürze abseihe, ist eigentlich auch nichts mehr drin, was irgendwie Schimmel anziehen könnte. Durch das Simmern wird einfach das Aroma entwickelt. Die Inhaltsstoffe verbinden sich und natürlich wird auch etwas einreduziert. Am Ende entsteht eine sirupartige Substanz, sehr zähflüssig, aber es ist super, super, super lecker. Immer wieder mal umrühren zwischendrin. Wie man sieht, ich habe die Zeit genutzt zum Aufräumen. Es duftet schon ganz herrlich, genauso wie ich es haben möchte. Noch ein paar Minuten, dann wird es abgefüllt. Ich habe jetzt hier braunen Zucker verwendet. In Indonesien nimmt man traditionell Palmzucker, der ist hier aber nicht ganz einfach zu bekommen. Insofern brauner Zucker, dunkler brauner Zucker ist vollkommen okay. Was man hier ganz gut bekommt, ist Melasse, damit geht es auch. Habe ich auch schon gemacht, auch sehr lecker. Aber da braucht man sich nicht verkünsteln. Brauner Zucker ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt geht's ans Abfüllen. Ketchup. Manis. Ja, da freue ich mich drauf. Gestern habe ich eine asiatische Nudelpfanne mit Garnelen gemacht. Da habe ich mein letztes Ketchup-Manis verbraucht. Jetzt habe ich wieder neues. Das allerbeste ist, ich habe jetzt etwas mehr gekocht. Wer das haben möchte, ich werde 3 Portionen verlosen. Einfach in die Kommentare schreiben, will ich haben. Gib's mir, ich möchte gewinnen, wie auch immer. Gerne einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo. Das hilft, um den Kanal erfolgreicher zu machen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Achtung beim Abfüllen. Nie zu sich selbst, sondern vom Körper weg. Und den Rest. Auch das ist übrig geblieben. Die Gewürze, die ich abgeseiht habe, dann habe ich den vorhandenen Rohrzucker verbraucht, Braunzucker und neu aufgefüllt, also ein bisschen Kunststoffverpackung ist übrig geblieben, das war's aber. Das ist jetzt mein Ketchup Manis. Weiteres zum Verlosen. Ich lasse die Deckel noch unten, damit es schneller auskühlen kann. Das kommt dann in den Kühlschrank und wird lecker, lecker essen mit dieser wunderbaren indonesischen süßen Soße verfeinern.